Also Poldi hatte bislang noch nicht wirklich Interesse an uns Blondine gefunden, aber an der Wurst. Den Joker gezogen. Ja. Poldi, der einen bayerischen Namen hat und ich finde auch ein bisschen bayerisch aussieht und auch an der echten Wiener nicht uninteressiert ist. Ja komm, er kriegt das so ein Stückchen. Aber er ist kein Bayer, sondern er kommt aus Slowenien, aus einer Tötungsstation. Ja, wo ganz viele andere Hunde erfroren sind, weil es so kalt war. Also auch ganz viele Welpen. Und er konnte Gott sei Dank von einer Tierhelferin gerettet werden und ist jetzt hier in München im Tierheim und ist schon bereits 8 Jahre jung. Aber fit wie ein Turnschuh. Also mit dem kann man noch richtig schön in die Berge, in den Biergarten gehen. Und wieder zu füttern geben. Alles. Und der ist wirklich freundlich, der ist offen, der hat richtig Spaß an Bewegung, ist neugierig und sucht ein neues Platzerl, damit er auch ein echter Bayer werden kann. Genau, jetzt müssen wir noch so ein bisschen auf das Männliche zu sprechen kommen. Er ist nämlich sehr hormongesteuert, das heißt, er liebt die Mädels. Deswegen wird er jetzt hier im Tierheim auch noch kastriert. Und dann könnte man ihn quasi schon zum Gassigehen ausführen und der erste Biergartenbesuch ist damit gerettet. Genau, also ein kurzes Date und dann, glaube ich, hat Poldi auch euer Herz erobert. Ja, ganz hübscher Kerl. Und ist ganz lieb. Ja, abholen, vorbeikommen. Und füttern. Das ist die Wiener weg. Ja. Mhm. Und dann holen die hoffentlich auch bald. Perfekt. Ja. Das zum Thema vielleicht eine dunkelhaarige Besitzerin. Ja, Blondinen sind langweilig. Eine dunkelhaarige Besitzerin mit einer Wiener. Hm? Ja. Hier sind wir voll die. Ja, jetzt machst du es schon. Jetzt ist er doch ein Schlüssel. Ja, schau. Oh. Oh, guck. Ja, guck mal. Also sagen wir es mal so, der Schlüssel zum Herz war eine Wiener. Ja.